Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator 2005 Multiplayer mit unserem Schwarmboy zusammen. Hallo Schwarmboy. Hallo, wir sind rein. Und wir schauen gerade ins schöne Abendrot. Was ist das, genau. Morgenrot? Nee, Abendrot. Abendrot. Sehen wir auf Veranda anbringen und unser Bier, bis die Folge rum ist. Okay, wo hast du das Bier? In Port 3 auf der anderen Map. Vom LS13. Okay, schon ein Fail, sehe ich jetzt schon mal. Gut. Ja, typisch. Fängt halt immer Fail an. Genau. Ja, es ist schon eine Woche her, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Ich habe gerade ein bisschen Notierung verloren. Wo waren wir denn eigentlich? Wir haben gerade irgendwas Roggen angepflanzt oder sowas. Ja, wir haben Mais, genau. Aber das reicht noch nicht ganz von der BGA, um das Ziel dazuzudecken. Das heißt, man müsste auf jeden Fall nochmal Mais säen. Ich hole mir gerade mal den Gruppe, du könntest oben eigentlich das andere Feld noch ansehen, wo Zähmaschine steht. Oh, ich und anderes Feld. Mensch, war schon falsche Taste. Feld 25, da steht ja schon ein Träger mit Sämaschine. Ja, ich habe ganz kurz meine Aufnahme gestoppt, aber es ist schon wieder angeworfen. Okay. falsche Taste. Ich wollte F9 drücken, habe F9 gedrückt. Ah, okay. Also bei Feld 38 meinst du wie? Nee, Feld. Moment, 25. Und was soll ich da machen? Anzeher. Okay, was habe ich denn hier? Ich habe hier den. Das war eingestellt, ich muss sehr. Ne, du hast eine Sämaschine. Moment mal, ich muss mal. Ich mach die Karte weg. Da muss ich mal das Gerät wechseln, weil ich sehe gar nicht, was ich habe. Ah ja, ich habe eine Sämaschine, so. Weizen wäre das, ne? Nee, ja, ich weiß. Diese komische Zopf, was ist das Weizen, ja. 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 Komische Zopf. Also solange es keine Radieschen sind. Ja, aber irgendwie ist es schon angesät, irgendwie. Hä? Aber nicht alles. Ich habe es nur der Zeit schnell vorgelaufen lassen mal. Dass wir überhaupt was machen können. Ach so, ist das Unkraut, das so aussieht wie schon angesät, okay. wo bist denn du? Ja, warte, ich steig mal kurz aus. Feld 25. Das rechts ist angesät. Ja, diese. Wenn jetzt drin sitzt, rechts Farbrichtung, links ist angesät, rechts sind noch Stoppeln. Okay, eben, das ist ein Unkraut, okay, alles klar. gut, alles klar, dann starten wir mal an. Hm? Du kannst aber, wenn du magst, gucken und sehen, mir ist das egal. Kein Problem. Ja, wir kamen die letzte Aufnahme, kamen wir abhanden. Weise. Das müsste aber die vorletzte gewesen sein. Oh ne, letzte, stimmt. Nicht die letzte. Ja, hast recht. Aber ihr habt so, konnt euch aber im Virus auf dem Laufenden halten, was passiert ist in der Aufnahme. Genau. Wenn ich aus seiner Sicht habt das dann gesehen. War halt mal ein Fail, der passiert ist, der nicht passieren darf, aber ist einfach passiert. Und. Naja, so ist es halt manchmal. Ja, das passiert manchmal schneller, als man denkt. Ja, das ist. Wenn du dann so viele Videos drauf hattest, dann irgendwann. Genau, dann denkt. Einfach dann so, dass dann, es. Ja, weil dann denkt, da sieht man das Video, denkt die, ah, das ist doch das Ungerenderte und dann zack, weg und plötzlich merkt man irgendwie, oh Scheiße, war doch das Falsche und dann ist es eh gelöscht worden, weil es zu groß war, wurde es dann direkt empfänglich im Papierkorb verschoben. Doch, bei mir gänzt es schon im Papierkorb. Okay. Das ist, dass ich nicht mit Fraps aufnehme, sondern mit Bandicam. Ah ja, gut, okay. Der Teil hier nicht so groß, die haben nicht 4-5 GB oder sowas. Na gut, trotzdem musst du mit der Zeit den Papierkorb wieder mal leeren, weil es halt wirklich auch schnell mal viel Platz braucht, wenn es ein paar Videos sind. Ja klar, und gut, ich hatte da halt noch meine externe Festplatte. Hat dann nur noch 50 GB frei auf meiner Festplatte und dann musste ich noch öfters mal den Papierkorb leeren, um ein paar GB wieder rauszuholen. Das ist so, ja. Jetzt mit einer neuen externen Festplatte wäre es kein Problem. Ja, ich habe mir auch 2x3 Terabyte geholt, wobei ich nur eine zurzeit angeschlossen habe, weil es ja eigentlich ausreicht. Aber es war so eine Rabattaktion gerade. Ja, ich mein Code mit 4 Terabyte und das sollte eigentlich jetzt ausreichen, bis ich in Rente gehe. Okay. Wie viel hast du ungefähr bezahlt für deine? Uff, du hast ja bezahlt, 100 Mal, weiß ich. Ja. Irgendwie so meine ich mal 100 Euro und dann gab es noch 20% Rabatt pro 100 Euro Einkauf. Habe ich gedacht, ja komm, nimmst gleich zwei. Dann hast du eine halbe geschenkt. Ja, Euro oder Franken?
Ja, ich habe jetzt mal umgerechnet und es müsste so ungefähr so aufgehen. Okay. Sind so 130 Franken waren sie, das Stück. Okay. Pro 100 Franken gab es 20 Franken Gutschein. Wir haben ein Feld, das heißt, ich mache mal die Zeit ein bisschen runter. Weiß ich aber so, weil ein Feld ist reif. Weil 38 war reif. Ich mache jetzt nur schnell noch hier. Das ist mal einfach mal der Helfer und fahre mit dem Brescher gleich mal rüber. Ah, das Feld 38 ist mein Lieblingsfeld, sag ich jetzt schon. Wieso? Ich mag's gar nicht. Das war ironisch gemeint. Ist halt das Problem, es ist ein bisschen weit vom Schuss. Ja, so kannst du endlich jetzt so kannst meinen. So. Ich habe gerade festgestellt, dass ich nicht wirklich die Zeit gestoppt habe, aber da ich jetzt mit Auto City den Sound. Ich hab auch geschaut. Ja, noch 10 Minuten sicher. Weil ich nehme jetzt mit Auto City die Tonspur auf und da habe ich natürlich genau eine Sekundenanzeige. Okay. Streber. So, weißt du, was ich jetzt mache? Nee. Da ich gerade eine Arbeit eingestellt habe, schaue ich mal, was unsere Hühner machen. Das Feld muss man auch noch düngen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, mach ich noch gleich. Okay. Es hat sogar Eier hier und jede Menge sogar. Ja, du und deine Hühner. Ja, ich muss ja mal Theorie aufstellen, dass nicht mehr als 30 Eier im Spiel sein können, aber ich glaube jetzt gerade geht's doch, wenn ich das richtig jetzt sehe. Ja, und ich habe mir jetzt auf meiner Single-Welt, oder Single-Let's Play, habe ich mir jetzt, was mir wirklich angehört hat, Schafe mir gekauft. Okay. Also, ich habe jetzt 39 Eier im Rucksack und anscheinend soll noch 18 rumliegen. Also, das geht eindeutig mehr. Na klar, geht mir. Ja, okay. Da geht klar beim 13 waren es, glaube ich, weiß ich nicht, 500, 300, irgendwie sowas. Okay. Wow, da lagen gerade 4 Eier auf einem Stück, ey. In einem Kreis. Das sah lustig aus. Ja, apropos Single-Welt. Ja, ich habe mein Let's Play zurzeit pausiert. Ganz einfach. Ich muss schon aufgefallen. Ja, das Multiplayer läuft halt viel besser und ich habe halt allgemein meine Videos ein bisschen reduziert. Und da habe ich gedacht, da komm, bringst du jeden zweiten Tag Multiplayer hier. Da habe ich ja alles von in dem Sinne. Da muss ich noch einen Single-Let's Play noch nebenbei laufen lassen. Da bringe ich lieber was anderes dann, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Okay. Auch Minecraft ein bisschen pausiert, da läuft auch nicht mehr jeden Tag, da läuft schon sporadisch immer etwas, was gerade so ansteht. So. So, also, düngen hast du gemeint, ja? Ja. Ich habe schon wieder so blödes Echo drauf. Und ich bin schon am Drescher und Gerste. Okay, so. Können wir uns einmal so langsam ein bisschen überlegen, was wir als nächstes investieren? Ja, ich dachte, alles, was wir brauchen, um die da Tiere zu. Nein, Öko-Kompass haben wir jetzt gemacht, ne? Was? Öko-Kompass hatten wir doch jetzt gerade sowas, oder? Biogasanlage. Ah, Biogas, genau sowas war's. Ja, aber da haben wir ja alles. Wir okay. Sparen dann wirklich auch der große Häcksler, aber da fehlt uns noch 300.000. Ach, wenn so, das ist Kleinigkeit. Portokasse, oder? Naja. Schweizer Franken vielleicht in Euro eher weniger. Haben wir können der Währung in Dollar umstellen, dann wäre es nicht so viel. Ja, super, dann kriegen wir aber auch weniger. Einer zum Verkauf stimmen wir wieder auf Euro um. Das wäre natürlich optimal, wenn das funktionieren würde. Also Feld 25 wurde ist angesät, der Dünger läuft gerade. Okay. Und jetzt machen wir mal das große Feld 30. Das ist doch angesät schon. Ah, ist es schon angesät? Okay. Weiß ich nicht, gucken wir mal auf i. Stimmt, könnten wir so eigentlich schauen. Das ist sogar ein nee, bisschen. Nee, ist nicht angesät. Ist nicht. Okay, was sehen wir dann? Was möchten wir da? Auch nochmal Mais? Und ne, Mais ist zu grob. Mais wäre ein bisschen arg viel, ja, wollte ich gerade sagen.
Meist hätte ich wieder auf Feld 25 anziehen. Ja, was haben wir denn? Weizen war große Nachfrage, dann sollten wir da vielleicht das Lager wieder ein bisschen auffüllen, oder? Stimmt, ja. Machen wir das. Mal ganz kurz mal schauen, wie das wieder aussieht. Doch, das, was ich habe, sehr gut, okay. Das okay. Ist jetzt ohne Haare. Ja, ja, das ist das, was ich jetzt gerade schon angesetzt habe, auf 25. So gut, habe ich noch wieder Lager nachher. So, da war jetzt mal was, nach oben, nach unten. Wobei könntet das... aber... Ja? Wir haben ja, Maissäemaschine haben wir ja. Kartoffel, meinst du? Nee, Rübe. Macht auch Spaß mit dem Volumber. Aber da brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Mark. Also sehe ich jetzt normal jetzt Mais an, ne? Also Weizen. Ui, bloß nicht. Nee, Weizen wollte ich sagen, Entschuldigung. Das häckselst dann du aber ab, bitte. Okay. Mal kurz, können wir vielleicht mal kurz schauen, was rüber kostet. Dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Abwechslung drin. Halt. Oh, nee, P. Oh. Rüber am Weg. Ich bin der so kostet ich... 88. Das können wir uns eigentlich sogar leisten. Ja, eigentlich schon. 88 und 17 der Schläger. Der Ausschläger. 88, 17, ja gut, das ja, so müsste reichen eigentlich. Ich bin eigentlich reicher, ja. So, brauche ich erstmal den da. Falscher Abhänger. Weil das wäre eigentlich auch noch Alternative, wo man sagen kann, das könnte man vielleicht auf Feld 38 dann ansehen. Müssen wir mit dem Mähdrescher nicht rüberfahren. Ja, ist so, ja. Wobei ich aber sagen muss, gell, das sind auch bloß 4 Reihen, das heißt, man fährt da auch schon ein bisschen um zu Amt und das geht nicht mit Helfer. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Ich wollte dich nur vorwarnen, ich weiß nicht, ob du von mir gesehen hast, ich habe es ja gemacht mit dem Playtest. Aber ja, es macht halt auch, es macht auch wirklich Spaß mit dem Gerät. Mhm, klar. Also mir macht Spaß. Und rüber kommt ja öfters mal große Nachfrage, also von dem her gesehen. Finde ich das eigentlich schon wert, das eigentlich eventuelle Alternative noch. Ja, soll ich jetzt abbrechen in dem Fall? Nee, das kann ich mit der Sämaschine nicht machen. Ja, aber die andere, ja, können wir das nächste Mal auch kaufen. Können nachher das mal uns kaufen, um das nächste Mal dann... Ja, wir müssen jetzt erstmal einsehen, wir haben mir noch gar nichts angesehen. Ah, bin Feld 38 noch am Abarmen. Achso, Anze... Die Maschine haben wir ja. Ah ja, gut schon, Leute. Die gleiche Sämaschine, die ihr auch für Mais seht. Ach so, okay, alles klar. Weil das auch in Reihe gesät werden muss, wie der Mais auch, deswegen. Brauchst du eine separate Sämaschine. Jetzt wenn du Weizen und so weiter, brauchst du keine akkurate Reihe. Bei Zucker rüber und bei Mais, wenn du, weil die meisten Maishäcksler zum Beispiel sind Reihe abhängig. Das heißt, die müssen akkurat in die Reihe, in die Spur reinfahren, um das Mais richtig aufziehen zu können. Und Maschine ziehen zu können und deswegen musst du da entsprechend eierabhängig die Maschine haben. Okay. Habe ich jetzt nicht verstanden, gell? Doch, verstehe schon. Ich habe gerade, jetzt habe ich gerade so reagiert, weil hier, ich glaube, es ein Krieg habe. Wir haben einen Krieg. Ne, ich habe mir vorhin, ich habe mir gerade selber das Leben erschwert. Oh! Ich habe Kriegsfuß. Oh ja, sag klar, jetzt habe ich das Ding abgekuppelt. Hey. Machst du, Stefan? Ja, das Hauptproblem war eigentlich, dass ich vorher beim Ansehen von das Feld drüben auf das Feld gekommen bin. Und jetzt hat der Helfer natürlich automatisch dann gestoppt bei dem kleinen, bei der kleinen Ecke, die schon angesät war. Okay. Und jetzt wollte ich das wieder übersehen, wollte ihn weiterarbeiten lassen, weil ich dann in Schräglage war, hat er dann einfach schräg weitergefahren. Okay. Das heißt, muss ich mal kurz hier versuchen, ein bisschen gerade zu fahren. Versuchen. Wenn du sagst, du bist eindeutig zu klein für den Gruber. Dann lass uns doch auf Feld 6, 38 dann rüber anziehen. Jo. Ist zwar Schweinegeschäft, das dann zu ernten, aber. Wir haben ja Zeit. Genau. Ja, lasse ich da schon mal der Gruppe drüber laufen. Neben Drescher her.
Der braucht eh ein bisschen. So, haben wir noch einen Trecker frei? Wahrscheinlich der mit der Saatgut, mit der Abpumpstation. Oder so, ja. Was für Abpumpstation? Ja, mit den da man Getreide reinhauen kann. Ich meine, ich kann kurz sagen. Anhänger. Ja, genau, Anhänger. Ja, den brauche ich ja, weil den muss ich jetzt meinen Metrisch abtanken. Na, Stefan, du siehst aber schon ein bisschen. Ja, die Stelle war eben auf die Korrektur. Komm jetzt mal durch. Ich muss jetzt mal zuerst eine gerade Linie hinkriegen, damit der nachher nicht rumspinnt. Na klar. Das war vorher noch schlimmer aus. Boah, ich war wie besoffen, ey. Kacke, ey. So. Bring ich hier schnell noch kurz das Feld, dann kann ich den Abhänger, den Gegner streuen, dann kann man die an der Saatmaschine da dran hängen. Mhm. Wenn man auf dem einen Feld unten Feld 29 noch Mais ansehen. Dass man unser Fahrzeug voll entsprechend auf 10% bekommen, dass man es abdecken findet. Ja genau, das hat mir letztens gesprochen. Das funktioniert. So, ich glaube, ich fahre jetzt gerade, ich habe ein bisschen Lags, aber es sieht gut aus. Gut, jetzt sollte es funktionieren. Mal kurz schauen, ob er jetzt am Ende die Kurve richtig macht. Normal sollte das eigentlich schon machen. Also jetzt gerade so bei Junior Serb hat es eigentlich nicht verkehrt ausgeschaut. Ja, aber ich denke mal, wie... Ja, ich wollte es gerade sagen. Genau. Dass wir die Spannung offen lassen, wie es weitergeht für die nächste Folge. Ja. Ist die Frage rüber oder doch vielleicht Tiere? Genau, wenn ihr das wissen möchtet, dann schaut unbedingt das nächste Mal wieder ein. Das heißt der Landwirtschaftssimulator 2015 Multiplayer. Genau. Bis dahin bleibt uns gewogen, hinterlasst eine Bewertung und einen Kommentar. Schaut auch beim jeweils anderen Mal vorbei auf dem Kanal. Ich stehe jetzt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Und dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.